bin die Matteo Trusin. Ich komme aus Kroatien, bin aber in Salzburg geboren. Und ja, ich bin 18 Jahre alt und gehe Ortweinschule Keramik. Ja, ich heiße Petra Binderich, bin auch 18 Jahre alt, bin auch in Österreich geboren, aber habe kroatische Staatsbürgerschaft. Meine Eltern kommen aus Kroatien und wir sind hier, da es in Kroatien nicht so gute Arbeitsumstände gibt, und wegen der Arbeit sind meine Eltern hergekommen. Und ja. Meine Eltern sind vor 20 Jahren zuerst nach Salzburg gekommen. Und zwar wegen der politischen Lage und weil es irgendwie auch noch zur Zeit Krieg gab. Und die sind dann halt hergekommen und wegen der Arbeit auch hauptsächlich. Nein. Ja, nicht, weil in Kroatien darf man erst ab 18 wählen. Und deshalb habe ich noch nicht wählen können. Eben ist das Gleiche. Ich würde schon gerne. Ich werde sicher wählen gehen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann werde ich sicher gehen. Ja. Ich denke, es ist gut, wenn man wählen geht, weil dann kann man wirklich was ändern. Und wenn man einfach sagt, ja, die anderen werden schon wählen gehen, aber dann wird es trotzdem nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt, und dann ärgert man sich nur. Und deswegen würde ich schon gern wählen gehen. Ja. Wir wohnen ja trotzdem in dem Land. Und wir sind Mitglieder und wir haben das Recht drauf, irgendwie mitzureden. Immerhin sind wir da, wir gehen auch zur Schule oder arbeiten hier. Und ich finde schon, dass wir da trotzdem ein Mitspracherecht haben. Wir sind ja auch hier aufgewachsen. Ja. Man soll schon wählen gehen, weil es eben für die Zukunft ist und weil man damit was ändern kann. Und man sollte sich dann nicht im Nachhinein darüber aufregen, wenn man nicht wählen kann, also nicht wählen gegangen ist, weil es irgendwie blöd ausgefallen ist oder weil es einem nicht passt. Ja, man sollte halt wählen gehen, weil es wirklich, man kann was erreichen und was verändern, und die Zeit findet man ja auch immer. Es dauert nicht lange.